willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich meinen Want to Eat für den Januar und ja, er ist schon wieder ein bisschen spät, aber hey, egal, er kommt. Und zwar habe ich tatsächlicherweise 11 Bücher auf dieser Liste geschafft. Ich weiß nicht, wann ich die alle schaffen soll, aber ich muss dazu sagen, es sind auch 3 Bücher da drauf, die nur vielleicht Bücher sind, je nachdem, ob ich darauf jetzt total Lust habe oder nicht. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar starte ich mit dem Buch, das ich gerade aktuell lese. Und zwar ist das dieses hier. Snow, die Prophezeiung von Feuer und Eis. Und zwar sieht das so aus, das ist das Cover. Das lese ich mit meiner lieben Melanie zusammen und ich liebe es, mit ihr zusammen zu lesen. Ich finde es einfach mega, mega cool. Ich muss sagen, wir sind jetzt bei 111, eigentlich bei 162. Aber ich konnte gestern nicht ganz so viel lesen, weil ich eingeschlafen bin. ja. Und ich muss sagen, wir lesen halt immer 50 Seiten. Die ersten 50 Seiten fand ich mega gut, total cool. Und dann kam sie quasi in die Fantasy-Welt und ab da wurde es mir irgendwie ein bisschen zu komisch, zu unlogisch, weil es da echt einige Dinge gibt, die uns schon wieder aufgefallen sind, die irgendwie nicht unbedingt so viel Sinn ergeben. Aber ja, mal gucken, wie es weitergeht. Auf jeden Fall freue ich mich immer wahnsinnig, mit Melanie ein Buch zu lesen. Und ich habe nämlich auf dieser Liste noch ein zweites Buch, was wir zusammen lesen wollen. Das kommt jetzt aber irgendwie ganz zum Schluss. Das habe ich tatsächlicherweise schon beendet. Und zwar habe ich das als Hörbuch gehört. Nämlich von Kerstin Gier, Silber. Damit hätte ich dann nämlich auch das erste Buch für das Jahr beendet. Und das erste Buch für meine 2019 Challenge. Und ja, ich habe das Ganze aber im Dezember begonnen und es als Hörbuch gehört. Und ja, von daher ist es ein halbes Dezemberbuch noch, ein halbes 2018er Buch noch. Aber ich habe es 2019 beendet, deswegen zähle ich das zu 2019 dazu. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel besser gefallen als beim ersten Mal lesen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich das eben als Hörbuch gehört habe oder ob es jetzt einfach die bessere Zeit ist, das zu lesen. Beim ersten Mal, ja, fand ich es zwar auch gut, aber jetzt nicht so mega. Jetzt fand ich es auch gut. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Geschichte relativ langsam in Fahrt kommt. Also es hätte von mir aus auch am Anfang schon mehr Spannung herrschen können. Und dann haben wir hier, ja, reißt alles runter, auch gleich den zweiten Band, also Silber, das zweite Buch der Träume. Und da möchte ich sehr gerne weiterlesen, damit ich diese Reihe endlich mal beenden kann. Den zweiten Band kenne ich ja noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das eventuell als Hörbuch höre. Eigentlich wollte ich das aber ganz gerne lesen. Und zwar in Silber geht es um Liv und Liv zieht mit ihrer Familie ständig um. Und jetzt sind sie nach London gezogen und ihre Mutter hat dort nämlich einen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt so gleich auch gerne zusammenziehen möchte. Und dieser Mann hat nämlich 2 Kinder, einer davon ist Grayson. Und Grayson hat eine besondere Fähigkeit, wenn man das so nennen möchte. Und kann quasi, er kann seine Träume quasi steuern, wenn man es so nennen möchte. Und Liv kann das auch. Und mehr dazu gibt es aber in meinem Lesemonat. Dann habe ich jetzt wieder 2 Bücher, weil ich ja jeden Monat gerne davon ein Buch lesen möchte. Letzten Monat, also im Dezember, habe ich 2 davon gelesen. Und dieses Mal setze ich mir auch einfach mal 2 Stück auf die Liste, weil ich die immer sehr, sehr gerne irgendwo mit hinnehme, wenn ich zum Arzt gehe, wenn ich Bus fahre, wenn ich auf den Bus warte, dann kann man die sehr schön lesen. Und zwar die Zeitdetektive, einmal Band 4, das Teufelskraut und einmal Band 5, Geheimnis um Tutanchamun. Das spielt im Mittelalter und das spielt in Ägypten. Wobei, der erste Band hat ja auch schon in Ägypten gespielt. Ich mag die Bücher über Ägypten immer sehr gerne. Und ja, diese beiden sind auf meiner Liste ebenfalls drauf.
die gehen ja immer wirklich sehr schnell durchzulesen. Dann ein Buch, das werde ich wahrscheinlich jetzt als nächstes anfangen. Und zwar von Lynn Rina, Chaos. Das wollte ich eigentlich im Dezember schon lesen. Allerdings, ja, habe ich das dann nicht getan, weil dann wieder andere Bücher dazwischen kamen. Und ja, ich habe nämlich im November Staubchronik gelesen und fand das so mega cool, dass ich ja sehr gerne jetzt auch noch ein zweites Buch von Lynn Rina lesen möchte. Und ich bin einfach sehr gespannt darauf. Dann kommen wir zu einem weiteren zweiten Band und zwar von Juli Heiland, Blutwald. Da habe ich im Dezember den ersten Band gelesen, Bannwald, und würde sehr gerne den zweiten Band direkt hinterher schieben. Den dritten Band habe ich leider nicht hier, was nicht so vorteilhaft ist, aber ich gucke erstmal, wie mir Band 2 gefällt, weil Band 1 fand ich so lala. Ich glaube, ich habe einfach ja, mehr erwartet, als ich dann quasi bekommen habe. Ja, war irgendwie schade, aber ja, ich bin auf jeden Fall trotzdem auf Band 2 gespannt. Dann ein Buch, da werde ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ein Lesetagebuch zu machen. Und zwar ist das von Katja Brandis Woodwalkers, Carex Verwandlung. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Januar lesen werde. Vielleicht werde ich das auch im Februar lesen. Das ist nämlich eins von den drei Vielleicht-Büchern. Soll ich das aber lesen, werde ich dazu ein Lesetagebuch machen. Ihr könnt mir übrigens auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal Lust auf irgendein anderes Lesetagebuch habt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich denke mal, ich werde das so handhaben, dass ich ja immer 50 Seiten ungefähr lese und euch dann ein kleines Video drehe, was ich von diesen 50 Seiten halte. Einmal quasi ohne Spoiler und einmal quasi mit Spoiler. Und ja, das werde ich euch dann aber vorher eben noch sagen, wenn der Spoiler kommt, dann könnt ihr vorspulen. Ich denke mal, das werde ich so machen. Also wenn ihr Interesse an sowas habt, könnt ihr mir gerne immer in die Kommentare schreiben. Ja. Ob ihr zu einem Buch, was ich euch im One Tweet vorstelle oder was ihr vielleicht mal im Hintergrund seht in meinem Bücherregal. Ja, jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Also auf jeden Fall, wenn ihr da eins seht oder in einem One Tweet eins seht, wozu ihr da gerne ein Lesetagebuch hättet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Meine Güte, dieser Satz war jetzt irgendwie sehr durcheinander. Dann kommen wir zum zweiten Vielleicht-Buch. Und zwar ist das der zweite Band von Die Tribute von Pane. Da habe ich im Oktober, glaube ich, Band 1 gelesen. Ich meine, im Oktober war es, ja. Und ich würde jetzt gerne Band 2 nochmal rereaden. Ich kenne ja die ganze Reihe schon. Es ist aber, glaube ich, schon fast jetzt 8 Jahre oder 9 Jahre her, dass ich die gelesen habe. Ich glaube, ich war da 13 oder 14. Ja, von daher möchte ich es sehr gerne lesen. Band 1 hat mir ja wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf Band 2. Band 1 habe ich wirklich schnell durchgelesen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber es ist auch nur ein Vielleicht-Buch. Genauso wie das nächste, wo ich ein bisschen traurig rüber bin. Und zwar Throne of Glass Band 3. Ja, ich habe eigentlich mega Lust auf dieses Buch. Andererseits aber auch irgendwie gar nicht, weil, ja, viele sagen, dass der dritte Band der schwächste der ganzen Reihe sein soll, weil es wohl viele Längen hier drin gibt und sie wohl viel reden, anstatt zu, ja, Sachen zu machen. Aber es soll wohl, wenn man den vierten Band dann liest, Sinn ergeben, was hier drin halt alles passiert und man braucht halt die Informationen, um Band 4 besser zu verstehen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da aber gerade nicht so mega Lust zu, das zu lesen. Und eigentlich wollte ich Throne of Glass gerne lesen, wenn ich da auch Lust zu habe, weil sonst kann ich mir vorstellen, dass ich da bestimmt 2 Wochen dran lese. Und ja, aber mal schauen, vielleicht bekomme ich diesen Monat ja doch irgendwann noch richtig Lust, es anzufangen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch und es war so lustig. Das haben Melanie und ich zufällig rausgefunden, dass wir beide das haben. Denn ja, Melanie hat mir erzählt, dass sie das ja, jetzt gerne lesen möchte noch im Januar. Und ich habe so gesagt, hey, das Buch habe ich auch. Wollen wir das nicht zusammen lesen? Und ja, wir lesen ja generell, glaube ich, fast jeden Monat irgendwas zusammen. Letzten Monat haben wir die Verzauberung der Schatten gelesen. Und ja. Und zwar ist das nämlich Die silberne Königin von Katharina Seck.
Ich muss sagen, das hätte ich niemals angefangen, wenn Melanie das nicht lesen würde. Ich glaube, das hätte dann noch sehr, 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 sehr lange auf meinem Sub gelegen. Aber so werden wir das jetzt lesen, wenn wir Snow beendet haben. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das beendet haben. Aber danach kommt dieses Buch dran und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf, das mit Melanie zu lesen. So, das war dann wieder mein Want to Read. Kennt ihr schon eins der Bücher, dann schreibt mir das gerne wieder unten in die Kommentare. Und ich bin zuversichtlich, dass ich viel schaffen werde. Ich habe nämlich im November und im Dezember, wo es noch keinen Lesemonat gibt, 7 Bücher gelesen. Yay! Und ich denke mal, das werde ich jetzt vielleicht im Januar auch schaffen. Naja, auf jeden Fall war das jetzt mein Want to Read. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!